Wir werden heute mit dem neuen Volvo FH 2022 eine kleine Schwertransporttour durch den Westbalkan machen. Und was denkt ihr? Werden wir vielleicht dieses Jahr den neuen Volvo sehen und hättet ihr Lust auf den? Dann lasst einfach ein Däumchen da oder einen Kommentar, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir haben den GCB-Bagger aufgeladen und dann würde ich einfach mal hier reinspringen. Ah, oh, Lenkrad ist nach oben und da frage ich mich, warum macht SDS sowas nicht rein, wenn die Mod-Community sowas schon kann? Ist da schon irgendwas vorbereitet, dass die Community, also die Modder, das irgendwie umsetzen können? Naja, schreibt es mal rein. Diesen LKW gibt es natürlich im Steam Workshop. Und dann würde ich einfach mal eine kleine Tour hier machen. Durch den Westbalkan. Wir sind gerade in Slowenien, genau. Weil das ist noch ein Bereich. Oh, jui, 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 jui. Das ist noch ein Bereich, der bei mir noch ziemlich, naja, dürftig abgefahren ist. Ne? Ja, das Overlay oder hier, wie der LKW hier drin aussieht, das ist eigentlich schon sehr gemütlich, muss ich sagen. Auch ja, das Lenkrad, der Bordcomputer ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen angelehnt an den Ur-Volvo. Aber naja, wir haben den noch nicht im Spiel. Aber die Tendenz sieht auf jeden Fall gut aus, dass wir vielleicht in den nächsten Wochen sogar noch ein bisschen mehr erfahren, wie es hier weitergeht mit Volvo im Spiel, die Überarbeitung vielleicht der alten Trucks wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, wir haben ja 180 Kilometer, also eine ganz normale, entspannte Tour. Bisschen Autobahn, klein bisschen Landstraße. Ich glaube nur ein bisschen Landstraße. Aber nur ein klein bisschen. Und ich werde versuchen, ein bisschen mehr auf mein Navi zu achten. Ja, warum? Ja, weil ich mich immer so verfahre. Werde ich mich heute verfahren oder schafft es der Maximus heute ohne? Dann schreibt mal rein. Ja, ich muss mal gucken, welchen Mod ich hier wieder rausschmeißen muss. Irgendwie so richtig rund. Gerade wenn viel Verkehr hier ist. Ja. Also, ich kriege es ja immer noch zu erfahren, dass der ein oder andere immer noch leichte Probleme mit dem Spiel hat. Aber ich hoffe, ja, dass dann halt der ein oder andere Mod bei mir. Also bei mir sind definitiv die Mods dran schuld. Aber ich weiß noch nicht, was für eine. Ich habe ja knapp 110 Mods am Start. Und ja, das macht natürlich einiges, ne? Am Spiel. Na gut, fahren wir erstmal. Und ich hoffe auch, dass ihr gut ins Wochenende gestartet seid. Und nicht vergessen, morgen sind wir gegen 20:30 Uhr live. Und da werden wir im Truckers MP Sim 1 nach langer Zeit das erste Mal auf der 1.50 wieder online sein, live, wenn nicht der Livestream wieder sagt, nein. Ja, mein Router hat mal wieder sein Eigenleben und versucht sich selber irgendwie zu, naja, auszugehen und wieder anzugehen. Ich weiß auch nicht. Das ist wirklich eine kleine Pussy, ey. Ich weiß auch nicht. Naja, was willst du machen? So, wir haben hier, wie gesagt, unseren schönen Bagger hier aufgeladen von GCB. Ist jetzt nicht der größte Bagger, ja, muss man aber sagen. Ja, das ist ganz entspannter. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch die letzte Zeit nicht so viel an, naja, Mods neu ausprobiert an LKWs, weil es ist irgendwie, naja, so ein bisschen Entspannung angesagt. Aber was ich euch sagen kann, ich nehme es hier am 6.6. auf. Ich habe ja, wenn nichts dazwischen gekommen ist, war ich ja an dem gestrigen Tag bei dem Heavy Cargo Truck Simulator, ein neues Spiel, eine Demo, die ich euch hoffentlich auch im Livestream zeigen konnte. Da war ich ja unterwegs, ja, und da sind natürlich noch ganz andere Spezialaufträge oder Schwertransporte, weil das Spiel ja nur diesen Fokus auf diese, ja, Frachten setzt, ne? Also das jetzt nicht von A nach B, das ist wirklich dann XXL-Schwertransport, so wie es sein muss. Naja, wird wahrscheinlich Pleiten, Pech und Pannen gewesen sein, ne? So, ich glaube, ich darf hier trotzdem 80 fahren, oder? Ja, 80 darf ich hier fahren. Da gibt es echt keine Beschränkung. Ich werde jetzt einfach mal den Kollegen hier überholen. Ja, das ist aber wirklich, ich muss mal an den Spielstand nehmen hier. Ich muss mal gucken hier, was hier los ist im Staat Dänemark.
Ja, Base ist ja gerade der LKW, der hier ein bisschen Problem macht. Ah ja, gut, jetzt ist er weg. So. Tempomat ist drin, 80. Jetzt können wir einfach mal ein bisschen rollen lassen. Ja, irgendwelche Fahrzeuge werden hier nicht so richtig funktionieren. Ich muss mal schauen, den Traffic-Mod vielleicht rausmachen. Und. Ich muss mal gucken. Wenn ihr selber auch so leichte Verzögerungen habt, dann schreibt das mal rein und ihr dann auch erfahren habt, an welchem Mod das lag, dann könnt ihr es auch gerne mal reinschreiben. Weil wenn ich jetzt so ganz normal Singleplayer für mich spiele, ohne irgendwelche Mods, da habe ich dann gar keine Probleme, ne? Das ist immer jetzt auf den Spielstand hier. Naja, was willst du machen? Ich will ja auch ein bisschen Strecke hier machen, auch ein bisschen abfahren, dass wir hier irgendwann Richtung 100% kommen. Ja, der Kunde wartet schon. Ich habe die Fracht von woanders aufgenommen, wo ich jetzt in Koper bin ich, glaube ich, gestartet. Und da gab es keinen Schwertransport, deswegen musste ich von woanders nehmen. Aber ich dachte mir, komm, hier fährst du einfach mal lang. Du hast irgendwie mal ein bisschen Lust, woanders lang zu posen, wo du noch nie unterwegs warst. Oh, nee, guck mal hier, das ist ja hier. Hier ruckelt aber richtig im Karton, ey. Ja, das ist ja schon wieder richtig eichelartig. Ja, das liegt an der KI. An den KI-Fahrzeugen. Ja. Ich muss mal hier was rausmachen. Naja, was willst du machen? Wir halten durch bis morgen früh und singen Bums, weil er war. Ja, das ist ein bisschen... Ja, ihr seht das, ne? Es kommt auch manchmal regionabhängig, finde ich. Naja. Noch nie alles so richtig ausgereift. Ich werde mal versuchen, den All-Traffic-Mod hier mal rauszumachen. Vielleicht bringt der hier einfach zu viele Fahrzeuge. Ich habe zwar den Traffic auf 1, aber der steuert ja selber die Anzahl der Fahrzeuge. Und daher, naja, ist alles nicht ganz so fein. So, 100 Kilometer nur noch. Naja, dann können wir ja auf ganz entspannt machen. Ja, guck mal an, das ist schon einiges los hier, ne, auf der Straße. Boah, hier werden wir mal ein bisschen ausbremsen hier, mein Freund. Der hat hier nicht zu überholen. Ja, ich muss sagen, also der neue Volvo, ich sehe den jetzt nicht so oft. Oder ich habe den doch eher selten bis jetzt gesehen. Ich denke, das ist auch so wie mit dem neuen Renault, dass solche Fahrzeuge doch sehr stark auch regional abhängig sind. Ne? Also ich kriege es ja mal vom Panderchen zu hören, wenn er dann durch Frankreich fährt, dass dann halt der neue Volvo, der Volvo ist schon alt und der neue Renault doch sehr häufig dann in Frankreich schon zu sehen ist. Hier in Deutschland sind, naja, MAN, Mercedes, ja, sehr verbreitet, aber auch sehr viele DAFs, muss ich sagen, sind wahrscheinlich durch die Kosten. Oh Gottes Willen, ey. Sehr verbreitet. Ach, Herr Jemine. Ja, was ist denn hier los, ey? Was ist hier los? Wir stehen hier im Stau, oder was? Ach, nee, ey. Kann doch nicht wahr sein hier. Vielleicht. Alter, guckt euch das mal an. So, ich musste mal kurz ausmachen. Bin aber wieder da. Aber ey, sag mal, was ist denn hier los, Mensch, ey? Richtig viel Verkehr hier auf der Autobahn. Also, boah, Schwertransport steckt im Stau fest hier. Aber merkt es ja, ey, das ist... Da kommt das Spiel schon kaum noch hinterher hier. Ihr kennt es ja selber, wenn ihr irgendwo bei Truckers MP unterwegs seid und ganz viele LKWs und Autos da sind, dann versucht das Spiel auch so viel wie möglich zu berechnen und ach. Ich trinke lieber mein Käffchen. Ja, so, es hat sich wieder aufgelöst. Aber war schon knapp, also. Oh ja, kein Unfall.
Ist ein guter Tag. Kein Unfall ist immer ein erfolgreicher Tag für Maximus. Deswegen, naja. Ah, die Wasserflasche. Guck mal, das muss ja auch alles mit berechnet werden, ne? Wie die Flasche hier sich bewegt, hier zack, zack, zack. Naja. Gibt natürlich eine bessere Invasion, wie man so schön sagt. Ja, aber wie wir nächste Woche verfahren, was wir da denn an Sachen Livestream Mittwoch habe ich eigentlich geplant. Bausimulator. Da will ich auch mal eine Runde drehen. Aber man merkt schon, Zeitverzug und Abfahrtsplan, ey, ordentlich wieder hier zu tun. Ja, jetzt waren ja wahrscheinlich, oder auch heute sind ja die Next Gen, also hier die Livestreams für die ganzen neuen Spiele, die jetzt erscheinen. Oder diese heute so, oder diese so vorstellen. Und naja. Ah, wieder Stau. Also wirklich. Naja, die Urlaubssaison fängt an, ne? Dann ist halt der ganz normale Alltag wieder auf der Autobahn. Ja, du fährst, du willst deine Arbeit erledigen, kommst zwar nicht voran, weil hier keiner so aus dem Knick kommt. Naja. Warte mal, jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, ich bleibe auf dieser Fahrbahn. 23:55 Uhr? Ich habe doch nicht 23:55 Uhr. Ey, schaut mal hier auf mein Handy, da steht 23:55 Uhr. Was bedeutet das? Hier bei meinem Handy. Warum steht da so eine komische Uhrzeit? Wir haben es doch 11 Uhr. Noch was? Komisch. Stehe ich jetzt nicht. Naja. Vielleicht wisst ihr ja mehr. Meine Ankunftszeit oder was? Oder ist das Handy da kaputt? Es sind nur noch 23:55 Uhr. Das ist doch kaputt. Ey, schaut mal bei euch nach, ob bei euch auch gerade das Handy ein bisschen. Oder es liegt hier an der ganzen. Na, ich würde mal sagen, an der ganzen Umstellung, also besser gesagt an den ganzen Mods, die man jetzt gerade hier verwendet, dass das, nee, das Handy stehen geblieben. So, fahren wir mal hier rüber. Dass die Bauarbeiter auch ordentlich auf der Baustelle arbeiten können. Wobei ich ja nicht mehr weiß, ob wir auf die Baustelle fahren. Das ist, also ich muss da mal agieren. Also das geht so nicht weiter hier. Das hier. Ach, das sind. Wird wahrscheinlich ein Skoda sein, ne? Skoda Octavia Kombi oder ist es Limousine oder Fließheck? Kenne ich nicht. Hier ist ein Kombi hier unten. Unten ist auf jeden Fall ein Kombi. Natürlich. Das erste wird natürlich irgendwie Skoda mit einbauen wollen, ne? Ist ja irgendwie eine richtig große Marke. Ach ja, wartet mal. Ich habe noch eine andere Frage. In Cottbus haben die jetzt die ersten neuen Trams, also Straßenbahnen bekommen, auf neue, ganz neue, von Skoda. Hat denn das Skoda die Straßenbahnen bauen auch mit dem Skoda Autowerk zu tun oder ist das eine allgemein oder eine abgekoppelte ja, Version oder sind das irgendwie eine Tochterunternehmen und, weil Skoda gehört ja eigentlich zum VW-Konzern. Das würde ja, wenn man den gleichen Namen hat, bedeuten, nein, 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 was ist hier los? Dass ja Skoda Straßenbahn auch zum VW-Konzern gehört. Also ich bin da jetzt, da habe ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht. Nur, dass sie jetzt in der Testphase neue Straßenbahn, glaube ich, für ein halbes Jahr erstmal laufen lassen. Und dann, ja, wollen sie wahrscheinlich einführen. Ja gut, die alten Trams, ey, die sind ja auch. Die sind ja noch zu DDR-Zeiten. Die sind ja richtig alt. Ja, da muss man ja auch sagen, Mensch, das Kinder, das ist ja nun über 30 Jahre her oder bald noch mehr, ne? Ja, die werden wahrscheinlich schon bald an die 50 Jahre alt sein, die Dinger. 40, 50 Jahre.
Ja, aber dann sieht man mal, wie die Zeit so vergeht, ne? Na, so eine moderne Straßenbahn macht natürlich was ganz anderes her, ne? Da wirkt die Stadt gleich noch ja, moderner. Oh, ach, Junge, 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 ey. Ich bin froh, wenn ich jetzt irgendwo weit ab bin. Also ich muss jetzt wirklich mal schauen, ob ich da an der Spielperformance hier muss ich was rumbasteln. So, wir müssen hier vorne. Ich wollte schon wieder in den Kreisverkehr. Aber ich habe mich heute noch nicht verfahren. Also das ist auf jeden Fall was Positives. Aber wir fahren einfach und geben ab. Bin nur neugierig, wo ich jetzt lande. Wo fahre ich jetzt hin? Ach, warte mal, aufpassen. Also von außen geht es noch ein bisschen besser. Er wird wahrscheinlich an meiner schlechten Grafikkarte liegen. Wahrscheinlich. So, gut, alles klar. Abgabe. Ich muss da raus. Ah, ich bin verspätet. Naja, lieber spät als nie. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn das heute nicht so rund lief. Also bezüglich der, naja, Aufnahme. Also, das ist irgendwie heute nicht so prickelnd. Aber lasst trotzdem ein Däumchen da. Würde mich auf jeden Fall freuen und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns morgen im Livestream sehen. Und für alle, die es irgendwann mal später angucken, Sonntag meistens zu 99% sind wir um 20:30 Uhr live mit dem Euro Truck Simulator. Bis dahin, schönes Wochenende und bis bald.